Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Link's Awakening Let's Play beziehungsweise zu meiner finalen Folge. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Windfischei. Wir müssen aber vorher nochmal ins Dorf. Wir müssen dort in die Bibliothek und dort gibt es ein Buch, was uns quasi durch den Irrgarten in dem Windfischei führt. Ansonsten kommt ihr nicht zu dem finalen Endgegner. Also ihr müsst das Buch vorher gelesen haben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und es könnte sein, dass mir leider ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe den Endgegner nämlich schon besiegt und habe gemerkt, dass die Aufnahme absolut versaut war. Im Hintergrund lief dann irgendwelche Geräusche, die da nichts zu suchen hatten. Und es kann sein, dass ich jetzt quasi die Videosequenz, die dort passiert mit den ganzen Instrumenten, dass ich die versaut habe und euch leider gar nicht zeigen kann. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. So, dieses Buch müsst ihr lesen. Und dort seht ihr rechts, 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 oben, links, links, oben. Diese Pfeile notiert ihr euch am besten. Und dann geht's zum Windfisch. Es wird noch eine 14. Folge geben, die werde ich aber etwas später erst raushauen. Es gibt nämlich noch eine Zusatzquest, beziehungsweise eine Zusatzdungeon, die nennt sich Color Dungeon oder Farb Dungeon. Ja, dass ihr das schon mal gehört habt. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das abgespeichert wurde. Ich habe nämlich wirklich, ich habe zwischendurch nicht gespeichert und habe das dann scheinbar überschrieben. Und so kann ich leider Gottes, was mich echt mega ärgert, wahrscheinlich euch die Sequenz nicht zeigen, was mich echt ein bisschen jetzt nervt. Aber ich habe leider keine Zeit, das nochmal neu zu erspielen. Also wenn das Ei schon... Ah, verdammt, ja, das Ei ist schon offen. Normalerweise werden jetzt hier die ganzen Instrumente kurz gespielt. Sorry dafür. Das tut mir jetzt leid, dass ich das euch nicht zeigen kann. So. Also passiert nicht viel. Ihr seht, wie die 8 Instrumente einen umkreisen, ein bisschen Melodien gespielt werden. Mehr passiert da nicht. Das ist jetzt nichts Besonderes. Natürlich ist es schön anzusehen, keine Frage. So, wenn ihr euch die Pfeile notiert habt, geht's ab hier. Ab hier geht's los. Ich muss jetzt 4-mal nach rechts. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Einmal nach oben. 2-mal nach links. Und einmal nach oben. Und dann müssten wir eigentlich feuerfrei. Kann losgehen. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Also in der ersten Form müsst ihr den mit diesem Zauberpulver beschießen. Ich glaube, 3-mal war es. Okay. Stelle ich mich aber an. Ja.
Timing, das ist der Wahnsinn. Ah, ich war zu weit weg. Auch geil. Das ist eigentlich die anstrengendste Form hier. Weil der gleich sein Zepter wirft, was einen so ein bisschen umkreist. Das seht ihr gleich selber, dann müsst ihr den umlaufen. Und ihr könnt ihn nur mit diesem Spin-Schlag treffen. Mit einem normalen Schlag ist der nicht verwundbar. Und dann müsst ihr halt aufpassen, dass dieses Zepter euch nicht erwischt. Wenn man den Dreher einmal raus hat, sobald er das wirft, einfach wegspringen. Und dann geht das. Braucht auf jeden Fall Pfeil und Bogen. Ich habe ein Timing, ich springe mal viel zu früh. Okay, das war's schon. Also wenn man den ein, zwei Mal gemacht hat, ist der relativ, also ist gar nicht so kompliziert. Die Frage ist, ob das ohne Masterschwert oder Kukulinschwert, also ist so eine Sache, da muss man deutlich öfter draufhauen. Deswegen erleichtert es, also es macht wirklich Sinn, sich die Mühe zu machen, 40 Zaubermuscheln zu sammeln. Das ist eigentlich auch gar nicht so kompliziert. Habe ich bei der ersten Aufnahme schon gesagt, für mich ist das ein Windwal und kein Windfisch.
Ich hoffe, ich zappe den Text nicht zu schnell weg. So, jetzt werden die 8 Instrumente gespielt und genauso sah das vor dem Ei aus. Da passierte wirklich nicht mehr als das, plus mit dem Hintergrund das Ei. Ärgert mich immer noch, dass ich das aus Versehen überspielt habe. Mir ist übrigens hier in der Folge erstmal so richtig bewusst geworden, das heißt ja The Legend of Zelda, aber Zelda ist in diesem Spiel überhaupt gar kein Teil. Also man sieht Zelda hier überhaupt gar nicht. Ich war der festen Überzeugung, dass man hier Zelda rettet, aber dem ist nicht so. Alles klar, Leute, das war meine Link's Awakening Let's Play Reihe. Das war die finale Folge. Es wird noch eine zusätzliche Folge geben, die Color Dungeon. Das ist eine versteckte Dungeon. Den Weg dorthin findet man auch in der Bücherei. Sobald man die Stiefel hat, kann man gegen so ein Regal rennen. Da fällt so ein Buch runter und da findet man den Weg in die Color Dungeon. Das Video werde ich nachträglich auf jeden Fall noch hochladen. Ich kann jeden vielleicht ans Herz legen, der meint, dass das Spiel ein bisschen zu einfach ist. Ich habe den Heldenmodus schon mal getestet. Der hat es absolut krass in sich. Also wer so ein bisschen was auf sich hält, sollte den Heldenmodus mal ausprobieren. Man bekommt keine Herzen von Gegnern wieder, wenn man Energie verliert, bekommt man keine Herzen. Man bekommt Herzteile, man bekommt auch die Herzcontainer von den Endgegnern, aber man bekommt nachträglich keine Herzen zur Regeneration. Der Modus ist absolut schwierig. Ich möchte mich jetzt bei euch verabschieden, mich bedanken fürs Einschalten. Lasst gerne noch einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr neu seid. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr auch die anderen Folgen noch guckt. Vielleicht ist für den einen oder anderen von euch auf meinem Kanal noch was zu finden, was euch auch gefällt. Ansonsten wird es vielleicht in ferner Zukunft mal wieder ein Let's Play auf der Nintendo Switch geben. Was genau, weiß ich allerdings noch nicht. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Ich überspringe jetzt hier das Outro. Da passiert jetzt nichts weiter. Es gibt noch ein Ending, wo man Link zum Schluss nochmal sieht. Da muss man aber irgendwas anderes erfüllen. Was genau, kann ich euch jetzt gar nicht so sagen. Deswegen werde ich jetzt hier wegschalten. Wünsche euch einen absolut geilen Tag. Das war's von mir. Haut rein und haut gerne noch in die Kommentare, was ihr von meiner Let's Play-Reihe gehalten habt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Das war's jetzt. Macht's gut. Ciao.